Bubatz legal! Pünktlich zum ersten Monat der Teillegalisierung habe ich für euch eine Liste der 10 besten Kifferfilme zusammengestellt. Los geht's! Pau Hai. In diesem Film müssen die Protagonisten ihre Aufnahmeprüfung für das College bestehen. Allerdings haben die viel mehr Bock auf den Konsum des uns altbekannten grünen Grases. Jedoch stellt sich heraus, dass dies in diesem speziellen Fall gar nicht so verkehrt ist und sie durch den Konsum der Droge zu absoluten Überfliegern werden. Lambok, der deutsche Kifferfilm schlechthin. Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowitsch betreiben in diesem Film einen Pizzaservice, der seine Pizza mit einer ganz besonderen Zutat verschickt. Die Idee an sich ist schon so genial, dass jeder Kiffer sie feiert. Zudem lebt der Film durch seine Dialoge, die sich so anfühlen, als hätten die Protagonisten wirklich gekifft. Lombok. Der zweite Teil von Lombok, der deutlich schlechter angekommen ist als Teil 1. Zugegeben ist der erste Film auch deutlich besser, aber ich habe mich auch bei diesem Teil sehr gut unterhalten gefühlt und kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Ohne Teil 1 vorher gesehen zu haben, macht dies allerdings wenig Sinn. Ted, ein lebendiger Teddybär, der genau wie sein Besitzer in die Pubertät kommt, zum Hengi wird und sich in seiner Bude das Hirn wegraucht. So eine Idee kann ja nur aus einer Bong stammen. Ein ganz verrückter und sehr unterhaltsamer Film, der die ersten 5 Minuten ein Kinderfilm ist und danach alles andere als das. Fear and Loathing in Las Vegas. Eine abgedrehte Achterbahnfahrt, in der Johnny Depp und Benicio del Toro so ziemlich alle Drogen nehmen, die man sich vorstellen kann. Die Geschehnisse beruhen übrigens lose auf realen Ereignissen. The Big Lebowski. Ein ganz klassischer Kifferfilm und zudem eine der besten Komödien aller Zeiten. Die Zusammenstellung der verschiedenen Charaktere in diesem Film ist einfach so weird und lustig. Zudem ist die Handlung vollkommen abgedreht und eskaliert quasi aus dem Nichts. Uns erwartet in diesem Film genau das, was wir von den Coen Brothers kennen und lieben. Ananas Express. Eine sauwitzige Kifferkomödie mit Seth Rogen und James Franco in den Hauptrollen. Vor allem die Chemie zwischen den beiden macht diesen Film sehr gelungen und unterhaltsam. Hinzu kommen absurde Szenen und unerwartete Gags, die die Lachmuskeln trainieren. Dead Man on Campus. In diesem Film stehen zwei junge Studenten kurz davor, ihre Prüfungen zu versauen. Dann hören sie von einer Klausel, die besagt, dass Studenten, deren Mitbewohner sterben, automatisch eine 1 in der Prüfung bekommen. So begeben sie sich auf der Suche nach einem Mitstudenten, der diesen Dienst für sie übernehmen kann. Und genauso abgedreht, wie das klingt, ist dieser Film auch. Hangover. Zugegeben, der einzige Film in dieser Liste, in dem gar nicht gekifft wird, aber er passt natürlich wunderbar in diese Konstellation. Eine tolle Komödie mit guter Besetzung, unter anderem mit einem damals noch sehr unbekannten Bradley Cooper. Ich weiß noch, dass ich mich damals im Kino selbst ein wenig besoffen fühlte und das ganz ohne etwas getrunken zu haben. Ein wahnsinnig unterhaltsamer Film mit vielen ikonischen Szenen. The Gentleman. Ich finde, auf dieser Liste darf auch eine Guy Ritchie-Komödie nicht fehlen und deshalb entscheide ich mich für The Gentleman. Alleine die Besetzung des Films lässt aufhorchen. Seien es Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell oder Hugh Grant, der in diesem Film wirklich großartig spielt. Für Guy Ritchie üblich handelt es sich hierbei um eine britische Gangsterkomödie mit schwarzem Humor, in dem wir unterschiedlichste Charaktere begleiten, deren Geschichten sich über kurz oder lang miteinander verstricken. Für weitere Filmempfehlungen klickt doch gerne mal hier. Und wenn ihr Bock auf noch mehr Content von mir habt, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin,